Da kommen wir noch glatt eine Idee. Opa! Stopp, stopp, stopp! Toll, jetzt mit das Timing zum Absprung habe ich verpasst. Mist. Das Timing ich nicht hin, ey. Boah, das Timing ist so mega blöd abgemessen, ey. Warum? Link, warum hältst du dich da nicht fest dran? Oh Gott. Wo kann ich hier vielleicht einfach Eis erzeugen? Kann ich jetzt hier kein Eis entzeugen? Ach Gott, nee. Jetzt scheint es zu gehen. Na, geht doch, ey. So. Her damit. Über Ausrüstung hätte ich mich mehr gefreut. Im Fall eines Dungeons freue ich mich mehr über Ausrüstung anstelle von, naja. So ein Teil halt. So. Jetzt haben wir aber das Problem. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Irgendwas haben wir cool auf sich. Ach, doch hier. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich da irgendwie rankommen würde und ich den dann einen ordentlichen Schwung gebe, dass ja dann eigentlich was passieren müsste. Bloß ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding zum Laufen kriege. Ich kann da wirklich alles anhalten. Magnetistisch sind die jetzt nicht. Oh. Ich muss mir die Kugel zum Laufen kriegen. Oh, läuft das vielleicht irgendwie mit, wenn ich das Wasserrad mitdreht? Nö. Gut, die Pfeile bringt auch nichts. Draußen geht es noch ein Stück weiter. Vielleicht ist doch
weiter oben die Lösung. Und ich mache nochmal einen kurzen Trank, ich habe davon eh zu viele. Zeit anhalten. Komm jetzt mit Schmackes. Oder auch nicht. Das ist nicht die Rätsellösung. Vielleicht eine Bombe? Nee. Gib mir die Kiste! Wie krieg ich das denn bloß weg? Wo ist meine Bombe? Da unten. Ah, was mache ich bloß mit dem Teil? Also Magnetismus haben wir schon, wir hatten Dings gehabt. Ihr wisst schon. Ich komme jetzt ja gar nicht auf das Wort, Mist. Wir hatten auch schon Eis gehabt. Aber was jetzt uns. Ja, was mache ich denn damit? Also Zeit könnte noch was sein, das geht zwar schon, bloß. Ich gehe mal da vorne hin, da scheint auch ein Fenster oder sowas zu sein. Aber hier scheint nichts. Nö, hier ist nichts Wildes. Kann ich knicken, du? Also das Rätsel mit dem Zahnrad ist schon gut. Aber warum komme ich denn hier raus, wenn hier gar nichts ist? Und vor allem, es fehlen ja noch zwei Siegel. Eins ist ja oben da mit dem Rad. Das andere, keine Ahnung, wo es ist. Ja, wie kriege ich das zum Laufen? So, zwei Kisten. Ich muss da oben sogar weiter. Ich habe aber einfach keine Ahnung, wie ich das denn kriege. Geschweige denn. Da ist eine Kugel. Boah, ich muss das Teil doch irgendwie zum Laufen kriegen. Wie mache ich das denn? Ich denke mal, mit der 2B schon richtig dran, weil ich kann es ja machen. Sieht eigentlich irgendwas noch, wenn ich hier. Na gut, dann lass es hier runter. Nee, hier kann ich wirklich nichts mehr machen. Sonst ist hier auch nichts. Nee. Holz, wo kommt der denn her? Diese eine Rätsel jetzt, ey. Es hat was mit Zeit zu tun, da bin ich hundertprozentig sicher. Bloß inwiefern, das weiß ich leider nicht.
Hier wird das Wasser ja angetrieben durchs Wasserrad. Aber hier habe ich kein Wasser. Es hat also wirklich irgendwas mit dem zu tun. Vielleicht muss ich dagegen kloppen. Vielleicht ist die Kugel ja gar nicht an sich selbst der Gewichtsträger, sondern die muss irgendwo rein. Und das wahre Gewicht ist einfach die Betonklötze. Deswegen ist auch die... Hat jetzt irgendwas gebracht? Es sind nur die beiden. Gott, was ist mich... Probier's nochmal. Au! Dein Ernst, ich muss das Ding da hochdonnern? Da hättest du mir auch einfacher sagen können. Ich muss das Ding da hochkriegen. Gut. Ich glaube, das müsste reichen. Yo! Hä? Das Ding muss da nicht hoch, das muss da hängen bleiben, es muss drauf liegen. Dafür muss ich das Rad doch erstmal bewegt kriegen. Gut, ich muss das Rad irgendwie in Bewegung kriegen. Kann ich vielleicht mit einer Bombe, also Bombe das hoch und damit den Zeitstopper. Au! Ja, genau! Ach ja, dass ich das überlebt habe, ist ein Wunder. Das war natürlich nicht so geplant. Oh, das ist schwer. Oder ich stelle mich einfach nur blöd an. Kann auch sein. Also gut, das Teil muss da... Es muss sich bewegen. Es muss sich irgendwie bewegen. Ich glaube, das Rätsellösung ist... Nicht das Teil, sondern... Das hier muss sich bewegen. Boah, ich hätte nichts gegen einen kleinen Tipp, ehrlich gesagt, weil ich bin jetzt hier ein bisschen aufgeschmissen. Da oben brennt was. Moment mal. Achso, ich dachte, da hockt jemand. Warte mal, wenn das Ding vielleicht still steht. Kommen wir vielleicht von einer Seite zur anderen Seite rüber? Geht das? Wir probieren mich dann irgendwie darauf zu klettern. Hm.
Ich bin jetzt ein bisschen verzweifelt. Das wäre, wie gesagt, die einzige Idee, die ich noch habe. So, da ist der Kontrollraum. Was ist denn das da oben? Da oben ist doch was. Wird das vielleicht von irgendwas festgehalten, was kann ich dann abschießen? Aber nicht. Nee, es geht knicken. Kann mich ja nicht festhalten, warum auch immer. Ich meine, da sind zwar hier Löcher an der Wand, schätze ich, dass ich mich da irgendwie hochklettern kann, aber nö. Da sagt Link nein. Oder ist es einfach. Kommt es nur darauf an, dass ich genau richtig schlage. Hoch, ey. Das Teil muss sich drehen, aber wie kriegt das zum Drehen? Das braucht ja irgendwie Schwung oder einen Mechanismus. Ich habe aber beides nicht. Boah, ich hänge ja echt fest, Freunde. Da, es aktiviert sich kurz. Bloß, es bleibt mir stehen. Und so kriegt er nicht bewegt. Nö. Oder, ja, das lese ich trotzdem so schnell auf. Warum hab ich... Hä? Warum hab ich das denn jetzt eben bewegt gekriegt? Eben hast du doch jetzt ein kleines Stück bewegt. Ich bin gerade echt überfragt. Sorry, Leute. Boah, hält das. Boah, diese Machtkanons da gerade das Ding fest. Vielleicht ist es wieder nur irgendwo ein blödes Auge, was gerade sich damit verwachsen hat. Und ich muss das erstmal erledigen, bevor sich überhaupt irgendwas rührt.
Nee. Mir jetzt überhaupt nichts verwachsen. Oh, ich kriege die Krise. Ich muss den Mechanismus irgendwie zum Drehen bringen, aber ich weiß nicht wie. Sonst komme ich hier nirgendwo rein. Da unten ist der Eingang. Da unten war ja hier rum nichts. Und hier ist die Tür verschlossen. Das Teil muss ja irgendwie zum Drehen gebracht werden. Ich bleib ja nicht hängen. Es aktiviert sich kurz, weil die Tastatur muss ja erstmal drehen, bevor. Nee, du, keine Ahnung. Freut dich mal eine Pause. Ich probiere mich nochmal rum. Ich bin hier gerade mit dieser Mechanismus bin ich gerade ein bisschen befragt. Ja gut, liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr eine Lösung dafür habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.